Integration findet im täglichen Leben statt. Integration kennt doch jeder von uns. Sehr geehrte Jury, liebe Zuhörer, ich spreche über das Thema Integration, wer muss sich wem anpassen. Warum habe ich dieses Thema gewählt? In meinem Fall, vor circa einem Jahr, hatte ich genau diese Situation. Ich raffte mich auf und beschloss, eine Friseurlehre zu machen. Mein Chef gab mir diese Chance. Aber in dem Salon in Innsbruck schloss mich meine Salonleiterin aus. Sie wollte mich einfach nicht hier haben und schickte mich nach Gramsach, einem Salon der gleichen Kette, mit der Begründung, die Kunden haben sich über dich beschwert. In Gramsach war alles besser und ich hatte auch einen sehr guten Draht zu meinen Arbeitskollegen. Leider waren damals aber die 40 Stunden Arbeit in der Woche einfach zu viel für mich und ich musste die Lehre schweren Herzens wieder aufgeben. Mit meiner Chefin habe ich aber bis heute noch Kontakt. Was hat mir persönlich diese Erfahrung im Zusammenhang mit dem Thema Integration gebracht? Es hat mir gezeigt, dass viele Menschen ein großes Herz haben, dass es Menschen gibt, die nicht nach dem Aussehen beurteilen, dass es Menschen gibt, die nicht nach Noten beurteilen, dass es Menschen gibt, die die inneren Werte sehen und dass es auch Menschen gibt, die sich die Mühe machen, diese Werte, auch wenn der Weg ein langer ist, aus einem herauszubicken und an diesen Menschen zu glauben. Ich hatte das Glück, mehrere solcher Personen kennenlernen zu dürfen. Eine davon hat mir die Chance gegeben, meinen Traum wieder in die LFS Winkelhof zu gehen und sie abzuschließen, zu erfüllen. Sie hat an mich geglaubt, trotz ihrer eigenen schweren Krankheit. Sie hat nie aufgegeben, das bis zum Schluss. Sie hat auch mir die Integration in einen normalen Schulalltag ermöglicht. Solche Menschen können jemandem Mut machen. Ich finde es jedoch ganz wesentlich, selbst aufzustehen und den Mut zu fassen, in ein neues Leben einzutauchen. Jedoch glaube ich auch, dass zur gelungenen Integration mehr Menschen ihren Beitrag leisten sollen. Wer von Ihnen würde freiwillig in seinem Unternehmen einen psychisch erkrankten Menschen einstellen? Viele werden vielleicht sagen, ach, bei Ihnen ist doch Krankenstein vorprogrammiert. Sie schaffen das sowieso nicht. Ist es das, was man hören will, wenn man all seinen Mut zusammengenommen hat, sich aus einem Loch nach oben geschoben hat und sich wieder ins Leben integrieren will? Ich denke nicht. So eine Aussage wirft einen direkt wieder in sein Loch zurück, bevor man überhaupt draußen war. In so einer Situation ist es sehr wichtig, wenn man Rückhalt bekommt von einem lieben Menschen, der dich hält, wenn du fällst und der dich vor einem tieferen Fall bewahrt. Wenn man lange von der Bildfläche verschwunden war und plötzlich wieder da ist, den Akku vollgeladen hat und durchstarten will, hat man aber erst einen Teil geschafft. Dafür aber den anstrengendsten und intensivsten. Nun hängt es nicht nur von einer Person ab, dass die Integration ins neue Leben funktioniert. Auch die Menschheit muss denjenigen integrieren, was auch für einen Arbeitgeber nicht leicht ist, der ja dann weiß, dass man zum Beispiel 4 Jahre nur im Krankenhaus und auf Therapie war. Er muss denjenigen vertrauen, dass er sich meldet, wenn etwas nicht in Ordnung wäre, oder dass der Chef mit den Angestellten redet, dass der neue Arbeiter gut integriert und nicht zum Mobbingopfer wird. Integration ist auch momentan eines der Top-Themen in den Medien. Worum geht es eigentlich in der Integration von Flüchtlingen? Und wer soll sich eigentlich wem anpassen? Ich persönlich finde, dass es gut ist, Flüchtlinge aufzunehmen, die von Kriegsgebieten zu uns kommen und bei uns Schutz suchen. Denn sie haben definitiv nichts mehr. Oft kommen Kinder alleine, ohne Eltern und ohne zu wissen, ob ihre Eltern überhaupt noch am Leben sind. Sie wünschen sich ein Leben in Frieden, ein Dach über den Kopf und etwas Warmes zu essen. Und sie haben es verdient, wie jeder von uns. Leider wird aber auch die Großzügigkeit Europas oft ausgenutzt. Man denke an die Wirtschaftsflüchtlinge, die in ihrem Land sehr wohl ein Dach über den Kopf haben,
Ich denke, sie flüchten, da sie keine Arbeit bekommen. Wobei bei uns in Österreich doch ebenfalls eine sehr hohe Arbeitslosenrate besteht, die sich so schnell leider nicht verbessern wird. Ich finde Integration von Kriegsflüchtlingen menschenwürdig und daher von extrem hoher Notwendigkeit. Hingegen aber Wirtschaftsflüchtlinge, die uns ausnutzen wollen, sollen sich, böse gesagt, wieder in ihr Land bewegen. Wir sind ein sozialer Staat und wir nehmen arme Menschen auf. Aber für Schmarotzer haben auch wir zu wenig Geld. Denn auch in Österreich gibt es tausende arbeitslose und arme Menschen, die, wie ich finde, Vorrang haben sollen. Mir persönlich ist es auch wichtig, dass Menschen, die nicht der Norm entsprechen, übrigens, wer sagt uns eigentlich, was ist die Norm, genauso die Möglichkeit bekommen, einer Arbeit nachzugehen, das Recht auf Glück und Frieden haben, das Recht anerkannt zu werden und auch das Recht auf Akzeptanz und ein gutes Miteinander. Homosexuelle Menschen sollten sich nicht fürchten müssen, ihre sexuelle Neigung auch öffentlich zu zeigen. Denn auch sie sind keine Aussätzigen und gehören genau wie jeder von uns zur Gemeinschaft. Liebe deine Nächsten, so wie du dich selbst liebst. Übrigens, ein Zitat aus der Bibel. Integration ist ein weit gestreutes Thema. Es beginnt in früher Kindheit und endet im hohen Alter. Hier noch ein kleiner Hinweis. Auch im therapeutischen Bereich mit Pferden gibt es sehr gute Integrationstherapien, die gute Heilungschancen bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten bestätigt. Integration findet im täglichen Leben statt. An alle, die da draußen sind, bitte beurteilt andere nicht nach dem Aussehen, sondern seht die inneren Werte und geht offen mit Problemen um. Es kann nur funktionieren, wenn sich jeder von uns an seiner eigenen Nase nimmt. Denn alleine kann man es nicht schaffen, aber gemeinsam können wir die Welt verändern. Danke.